Zurzeit wird ja ein bisschen über die Arbeits- und Familienministerin Aschbacher diskutiert. Und zwar über ihre Diplomarbeit, weil da Experten draufgekommen sind, dass sich darin über 21 Plagiate befinden. Gut, jetzt kann man sagen, was redet dieser depperte Bauernschädel aus dem hintersten Schlatzing über eine ehrenwerte Ministerin, die es geschafft hat, Karriere und Familie unter den Hut zu bringen, obwohl er selber noch nicht einmal eine Uni von innen gesehen hat. Dieser depperte Bauer soll gefälligst die Pappen halten. Okay, das ist ein Argument. Die Frau Aschbacher ist wirklich sehr kompetent. Letztes Jahr, 2020, ein paar können sich vielleicht noch erinnern, Corona hat die Wirtschaft ein bisschen durchgebeitelt, Hunderttausende Arbeitslose waren die Folge. Und in dieser stressigen Zeit hat die Frau Ministerin noch Zeit gehabt, eine Doktorarbeit zu schreiben. Im Mai 2020 hat sie diese Dissertation abgegeben und im August hat sie sich verteidigt, wie man so schön sagt, an der Universität in Bratislava. Titel: Entwurf eines Führungsstils für innovative Unternehmen. Ich lese ein bisschen vor. Seite 50. Führungskraft zu sein statt ein Boss. Ein Chef erledigt Aufträge, während eine Führungskraft organisiert. Okay, kann man so losen. Aber jetzt wird es interessant. Vielleicht, daher ist es seltsam, dass, wenn es irgendeine Phrase, die garantiert wird, um mich auf den Weg es ist, wenn jemand zu mir sagt, okay, fein, du bist der Chef, sagt Branson. Was mich ärgert ist, dass in 90% der Fälle, wie, was diese Person wirklich sagen will, ist, okay, dann glaube ich nicht mit Ihnen einverstanden, aber ich werde rollen und tun, weil Sie sagen mir zu. Aber wenn es nicht klappt, werde ich der Erste sein, der daran erinnern, dass es nicht meine Idee. Ich würde es nicht sagen, ja, aber wenn ich zurückdenke, 4. Klasse Volksschule, mein Erlebnisaufsatz zum Thema meine schönsten Sommerferienerlebnisse, der war schon auch nicht schlecht. Sollte ich vielleicht einmal nach Bratislava schicken. Rundherum duscht's und scheppert's. Die Wirtschaft kracht es wie eine Kaisersemmel, aber wir können uns beruhigt zurücklehnen und froh sein, dass wir von derartig kompetenten Politikerinnen und Politikern durch diese Krise geführt werden. Viertens.